geschüttelt hat mich die Bundestagswahl und die Ergebnisse hier in unseren Breitengraden, gerade auch hier in Thüringen. Und vieles macht sich da an der Klimafrage fest. Ich fand es beeindruckend, wie viele junge Leute am Freitag auf die Straße gegangen sind vor der Bundestagswahl. Fridays for Future, Christian for Future und andere. Und vielen Leuten fällt nichts weiter ein, zu sagen, ihr sollt in die Schule gehen und sollt endlich eure Hausaufgaben machen. Dabei erinnern diese jungen Leute ja daran, dass die Regierung ihre Hausaufgaben machen muss, die sie schon längst übernommen hat. Und ich finde, man sollte das nutzen, um Demokratie lernen und miteinander ins Gespräch zu kommen, statt ideologische Grabenkämpfe aufzumachen. Gerührt hat mich sehr, heute die Torarolle zu übergeben an die jüdische Gemeinde, gemeinsam mit Bischof Neymeyer. Eine Rolle ist geschrieben worden über ein Jahr lang von Rabbiner Jakobow und jetzt ist sie fertig, wir haben sie übergeben. Sie wird jetzt ab in der Synagoge benutzt werden und ist ein Zeichen dafür, dass jüdisches Leben lebt, dass die Tora, dass die Gebote Gottes für uns gemeinsam eine Grundlage sind. Und ich finde es sehr anrührend, dass wir das so schenken können, dass es angenommen wird. Im Übrigen, selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen.